Die globalen Konjunkturdaten werden immer schwächer, aber die Aktienmärkte scheint das nur begrenzt zu interessieren. Vor allem die Wall Street scheint das nur begrenzt zu interessieren. Haben sich also die Aktienmärkte von der Wirtschaft entkoppelt oder signalisieren die Aktienmärkte, dass wir das Schlimmste in Sachen Wirtschaft bereits hinter uns haben und es mit der Wirtschaft dann wieder bergauf geht? Diese Frage wollen wir jetzt mal beleuchten, denn wenn es so ist, dass die Aktienmärkte die Sache falsch einschätzen mit der Wirtschaft, dann sind vor allem die großen US-Tech-Aktien zu teuer. Viele amerikanische Aktien sind ja gar nicht mal teuer, aber die großen Tech-Aktien haben ja die Indizes mit nach oben gezogen. Und wir wollen uns mal das Big Picture anschauen, wie die Lage derzeit ist. Und hier sagt zum Beispiel der Chef von Global Macro Opportunities Fund von JP Morgan, der sagt, ja, da hat es diese Entkoppelung gegeben. Er verweist hier auf den MSCI World Index, also praktisch die globalen Aktienmärkte und die globalen Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe. Aber er sagt eben auch, ja, wir sehen eine Verknappung von Liquidität durch die gestiegenen Zinsen, tougher Credit Conditions, all das wird die USA in eine Rezession bringen. Wie gesagt, die Aktienmärkte sehen das ein bisschen anders, aber man kann historisch zeigen, dass es durchaus einen Zusammenhang zwischen Aktienmärkten, sogar zwischen Tech-Aktien und der Wirtschaft gibt. Hier sehen wir mal diesen Abgleich, den ich schon öfter gezeigt hatte, der sprechend ist zwischen dem Nasdaq 100 und dem ISM Einkaufsmanager-Index aus den USA Gewerbe. Und wir sehen, da ist durchaus ein Gleichlauf. Jetzt aber ist der Einkaufsmanager-Index nach unten, der Nasdaq dagegen nach oben gegangen. Und ja, jetzt auch in kürzerer Frist sehen wir, dass die Aktienmärkte gestiegen sind, weil die Konjunkturdaten aus den USA zwischenzeitlich besser waren als erwartet. Aber manch einer sagt, naja, schaut euch mal die Konjunkturdaten genauer an, das sind Regierungsdaten und die positiven Überraschungen sind alle Regierungsdaten, zum Beispiel hier das BIP, das dann in der letzten Revision plötzlich nach oben geschossen ist, weil die Exportdaten plötzlich viel besser waren als zuvor angenommen, ein bisschen schwierig. Jedenfalls folgen die Märkte normalerweise diesem Economic Surprise Index, der eben bemisst, wie stark die Abweichung positiv oder negativ ist von der Erwartung. Und so sehen wir, dass der S&P 500 jetzt schon 8% über dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten für das Jahresende ist. Das ist also schon durchaus ein ziemlich weiter Abstand. Die Stimmung war bärisch Ende 2022, ist jetzt euphorisch in der Mitte 2023. Und vielleicht ist es ja so, wie Andrenos Steno Larsen zeigte, dass wir schon einzelne Komponenten bei dem ISM-Index sehen, wie zum Beispiel hier die neuen Orders in Relation zu den Inventories, also praktisch zur Lagerhaltung. Das sei ein Frühindikator, sagt er, mit einem Vorlauf von 2-3 Monaten. Also die These, das wird bald wieder besser werden und dementsprechend könnten die hohen Aktienbewertungen zumindest von einigen Aktien gerechtfertigt sein. Und wenn wir auf der anderen Seite mal gucken, wir haben jetzt global sehr, sehr schwache Konjunkturdaten aus China, aus der Eurozone, auch aus den USA, zuletzt doch eher wieder eine schwächere Tendenz, aber was machen die Renditen? Die steigen. Normalerweise müsste man ja annehmen, wenn eine Rezession kommt, dann fallen die Renditen. Okay, vielleicht steigen die jetzt noch wegen den Zinsanhebungsideen der Notenbanken, aber hier sehen wir mal die 10-jährige US-Staatsanleihe jetzt bei 3,9%, hat so eine fallende bullische Wedge ausgebildet, könnte also nach oben ausbrechen. Charttechniker sagen, Kursziel 4,25%, also ein weiterer Anstieg der Renditen, verträgt sich dann nicht eigentlich mit einem Rezessionsszenario, aber heute wieder vergleichsweise Schwächedaten von den Industrieaufträgen in den USA, die wären ohne den Transportsektor um 0,5% gefallen, statt um 0,5% zu steigen. Und global sehen wir ja schon diesen Abschwung gerade in der Industrie und auch in der Logistik jetzt in den USA. Heute kam der US Logistics Sector Index, oder genauer gesagt der Logistic Managers Index, hat kaum jemand auf dem Zeiger, ist aber extrem wichtig, weil in der Logistik eben eine Art Frühindikation erkennbar ist, wie die Dinge wirklich laufen, alles was mit Transport zu tun hat, Eisenbahn,
Trucks, die ja die Waren transportieren. Und wir sehen, da sind wir jetzt auf 45,6 gefallen von zuvor 47,3. Das ist jetzt der zweite Monat unter 50, also kontrahierend. Und wir sehen, es geht nach Monaten oder seit einigen Monaten inzwischen bergab. Und jetzt ist der letzte Fels in der Brandung ja der Service-Sektor. Morgen kommen die Zahlen zum ISM-Service-Index in den USA, der zuletzt schon sich deutlich abgeschwächt hatte. Dann am Freitag bekommen wir die US-Arbeitsmarktdaten, morgen auch den JOLTS Report, also praktisch die offenen Stellen in den USA. Und wir haben also praktisch zwei Bereiche, die noch scheinbar sehr, sehr gut dastehen. Einmal der Dienstleistungssektor und der Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt allerdings normalerweise ein nachlaufender Indikator. Und ja, wir haben ja schon zunächst mal Schwäche heute an den Aktienmärkten gesehen, weil die Daten aus China zum Dienstleistungsindex, Einkaufsmanager-Index für Dienstleistungen deutlich schwächer waren als erwartet. Das hat dann bis zur Eröffnung der Wall Street angedauert und dann war der Nasdaq wieder nach oben geschossen nach dem Motto, was interessieren mich Konjunkturdaten. Aber gucken wir auch mal den DAX an, in der ja übergeordnet seit Herbst deutlich gestiegen ist, obwohl die Wirtschaft hier deutlich nach unten gegangen ist. Nicht zufällig sind wir in einer Rezession und die Frage ist, hat der DAX da recht gehabt zu steigen oder steht er jetzt vor einem größeren Fall? Wir sehen hier so eine Art Diamantenformation, deren Auflösung eine ziemlich heftige Bewegung nach sich ziehen könnte. Und wenn wir jetzt mal wieder zurückspringen in die USA, dann sehen wir heute Abend ja das FOMC-Protokoll, wo die Fed irgendwie begründen muss, warum sie denn nicht die Zinsen im Juni angehoben hat, in den Dotplots aber gesagt hat, wir werden sie noch zweimal anheben. Da ist man also darf man gespannt sein, wie das innerhalb der Fed diskutiert wurde, was wir dann im Protokoll sehen. Und am Freitag dann nochmal, wichtig auch für die Fed, Arbeitsmarktdaten. Und wir haben jetzt 13 Mal in Folge, dass die Erwartungen niedriger waren als die faktische Zahl. Und zwar ziemlich saftig, mit durchschnittlich 109.000 Stellen pro Monat. Das ist schon ziemlich happig. Das passiert eher selten. Aber heute ein Artikel im Wall Street Journal, der sagt also, da gibt es einige Unstimmigkeiten bei der Berechnung, was das Jobwachstum betrifft. Und wir wissen ja zum Beispiel diese Seasonal Adjustments, das Burst-Death-Model, windelweiche statistische Kriterien, die da mal eben drüber gestülpt werden und dann zu Ergebnissen führen, die durchaus zweifelhaft sind. Vielleicht ist also der Arbeitsmarkt bereits schwächer, als die Daten das suggerieren. Und wenn wir uns mal anschauen, wie es um den Konsum steht, der ja für die Wirtschaft, für die Konjunktur und letztendlich damit auch für die Aktienmärkte entscheidend ist, dann sieht man, dass ein Haushalt in den USA im Vergleich zum Zeitraum vor 2,5 Jahren $700 mehr ausgeben muss aufgrund der gestiegenen Inflation. Jetzt leben 60% der Amerikaner von Gehaltscheck zu Gehaltscheck. 40% davon sind teilweise zu spät mit ihren Zahlungen. Die obersten 20% interessiert das nicht, aber es sind deutlich gestiegene Kosten, die haben schon durchaus Schwierigkeiten. Das sehen wir an der Auslastung der Kreditkarten, die immer weiter nach oben geht, bei gleichzeitig einem durchschnittlichen Zinssatz für Kreditkartenschulden von inzwischen 24%. Und langsam geht den Amis das Geld aus, das sie in Zeiten des Stimulus so reichhaltig bekommen haben. So dürfte jetzt im September, wie hier diese Grafik gezeigt, all das ganze Sparpolster dann vollends aufgebraucht sein. Und Punkt September beginnt dann auch die Rückzahlungspflicht wieder für die sogenannten Student Loans, also für die Studentenkredite, durchschnittlich an und bei $400. Das könnte dann dem Konsum fehlen. $400 ist für Leute, die ohnehin schon sehr eng kalkulieren, doch durchaus eine echte Hausnummer. Da geht man dann vielleicht mal ein bisschen weniger ins Restaurant. Nochmal zum Big Picture. Und auch das für die Wirtschaft natürlich sehr entscheidend. Für die Transformation, für die Energiewende schon sehr entscheidend. Wir hatten ja die Meldung, dass China zwei seltene Metalle, Germanium und was war das andere, auch ein lateinischer Begriff, jedenfalls habe ich jetzt vergessen. Jedenfalls sehen wir, dass hier der ehemalige Vize-Handelsminister Chinas gesagt hat in einem Interview mit einer großen chinesischen Zeitung, das ist nur der Anfang, wenn die Amerikaner so weitermachen und die Europäer so weitermachen, uns von der Chip-Belieferung abzuschneiden, dann werden wir unsere Karten auch spielen. Also das ist direkt eine Drohung. Das wird sehr, sehr schwierig.
schwierig, wenn ihr so weitermacht, ihr lieben Amis, ihr lieben Europäer. Und die Europäer haben schon Probleme. Wir sehen hier mal die Erzeugerpreise in der Eurozone jetzt das erste Mal seit 29 Monaten im Vergleich zum Vorjahresmonat in der Deflation, auch zum Vormonat ja, nach unten gegangen. Das bedeutet nichts anderes, als dass praktisch die Produzenten jetzt nicht mehr Preisanstiege eben weitergeben können, dass da offenkundig das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Und das hängt auch zusammen mit der schrumpfenden Geldmenge in der Eurozone, die deutlich zurückgeht. Wir sehen auf der anderen Seite, dass jetzt auch die Bilanzsumme der EZB deutlich zurückgeht. Hat zu tun mit den Teltro-Rückzahlungen der Banken auch. Aber insgesamt sehen wir schon eine klare Tendenz. Bilanzsumme schrumpft, normalerweise jetzt auch nicht so toll. Für die Aktienmärkte, raus aus US-Aktien, sagte ein Chef eines Family Offices, der also große Gelder verwaltet, und der zeigt anhand von Daten, dass die Aktienmärkte wohl nicht recht haben, bilden sich ihr eigenes Urteil. Faszinierendes Interview aus meiner Sicht, gerade auch mit Aussagen zu China, gerade auch mit Aussagen zu Notenbanken, hoch interessant, eines der besten, das ich in den letzten Monaten und Jahren gesehen habe. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren, wie schaut es denn aus mit der Energiewende? Jetzt warnt McKinsey wie auch andere, die sagen, wir haben viel zu wenig Rohstoffe für das, was mit der Energiewende da passieren soll. Wir müssen jetzt massiv in Minen investieren, sonst wird das Ganze nicht klappen. Das wird Roberto Habeckino jetzt nicht so gerne hören. Zweite Empfehlung, muss aber wohl sein, wenn das Ganze überhaupt noch gelingen soll. Und dritte Empfehlung. Wie schaut es denn aus mit der Energiewende in Deutschland? Die Versorgungssicherheit sei massiv in Gefahr. Viele Experten äußern sich jetzt von Energieverbänden und sagen, das wird nicht funktionieren, wenn das nicht irgendwie anders wird. Auch das ist hochspannend. Wir wollen ja alles elektrifizieren, haben aber praktisch die Infrastruktur dafür gar nicht und sind weit, weit hinter den Zielen, die wir haben beim Ausbau dieser Infrastruktur. Also das könnte ein ziemlich enger Ritt werden hier. Dritte Empfehlung. Und jetzt empfehle ich Ihnen, um 20 Uhr nochmal reinzuschauen. Da werde ich das FOMC-Protokoll, das FED-Protokoll abbilden. Mal sehen, wie die Stimmung also innerhalb der FED ist. Ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.